Weder durchs Gesetz noch im Ungehorsam gerettet. Obwohl wir in Harmonie mit dem Gesetz Gottes sein sollen, werden wir nicht durch die Werke des Gesetzes gerettet. Doch wir können auch nicht ohne Gehorsam gerettet werden. Das Gesetz ist der Maßstab, an dem der Charakter beurteilt wird. Doch ohne die erneuernde Gnade Christi können wir die Gebote Gottes überhaupt nicht halten. Jesus allein kann uns von jeder Sünde reinigen. 1. Johannes 1, Vers 7. Er rettet uns weder durch das Gesetz noch im Ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Unsere Liebe zu Christus wird der Tiefe unserer Sündenerkenntnis entsprechen. Siehe Lukas 7, Vers 47. Und durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3, Vers 20. Aber wenn wir uns selbst sehen, lasst uns von uns weg auf Jesus sehen, der sich für uns gab, um uns von aller Bosheit zu erlösen. Nimm durch den Glauben die Verdienste Christi in Anspruch und das reinigende Blut wird wirksam. Je deutlicher uns die Gefahren und Übel bewusst sind, denen wir ausgesetzt waren, umso dankbarer werden wir für die Befreiung durch Christus sein. Das Evangelium Christi gibt den Menschen nicht die Lizenz zur Missachtung des Gesetzes, denn durch dessen Übertretung wurden die Schleusen geöffnet, durch die das Leid in unsere Welt drang. Heute ist Sünde genauso bösartig wie zur Zeit Adams. Das Evangelium verspricht keinem die Gunst Gottes, der in Verstocktheit das Gesetz bricht. Die Verdorbenheit des menschlichen Herzens, die Schuld der Übertretung, der Untergang der Sünde, all dies wird durch das Kreuz deutlich gemacht, mit dem Christus uns einen Ausweg eröffnete. Glaube und Werke von Ellen G. White, Seite 98.